So, liebe Leute, herzlich willkommen zu GRID und wir starten heute durch mit der Season 1 oder wir starten heute rein mit der Season 1 hier in GRID und ja, heute geht's mal los mit den Paris City Open. Let's go! Da dürfen wir uns eigentlich wieder mal ein neues Auto aussuchen. Mal gucken, was nehmen wir denn überhaupt Schönes. Wir nehmen den Audi. Wir haben ja Cola genug. So, gucken wir mal, was die Lackierung bringt. Sind einige coole dabei. Wir nehmen die hier. Ja, ich habe gerade Bucketty. So, kurz mal gucken, was die Lackierung. So. Warte mal, Haupt, war ich der Plan an der Sache? So. Einmal den. Einmal den. Sekundär. Was haben wir denn die Sekundär? Ah, klar. Einmal der. Und jetzt haben wir das Graue noch, ne? Gut. Jo. Und damit gehen wir rein in die ins Rennen. Heute auch noch irgendwie ein Rennen. Aber auf einer komplett neuen Strecke. Also die kennen wir noch, kennen wir auch aus der Karriere überhaupt gar nicht. Die sind wir nämlich, lassen wir ja nämlich durch mit der Karriere. Und ja, jetzt geht's wie gesagt in die Season 1. Also in die neue Saison. Die Kollege ist mit wieder am Start. Ja, dann schauen wir mal, wie es läuft. Kristen, ich freue mich hier in Paris zu sein. Erzähl doch mal, was diese Strecke zu bieten hat. Bei hoher Geschwindigkeit sind diese Straßen total chaotisch. Mit seinen engen, scharf gebogenen Straßenecken mit vielen Driftmöglichkeiten ist Paris immer für ein aufregendes Rennen. So, von 14 schaffen wir uns dran. Gut durchgekommen erstmal. Schon 5 Autos vorne geholt. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Jetzt mal weggehen. Da wird jemand nicht glücklich sein. Schön Richtung Eiffeltor. Ich komme aber auch nicht vorbei jetzt gerade, ne? Dankeschön. Ja, der hat aber auch nicht so Platz gemacht, dass ich gerne mal eine vorbeischlüpfen kann. Drei Runden haben wir heute. Nur wirklich auf B7. Noch keine Sicht, dass wir irgendwie nach vorne gehen könnten. Jetzt habe ich gutes nicht. Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Da ist ein bisschen zu weit aufgelassen und deswegen dachte ich mir, jetzt schütze mal durch. Thank you.
Sorry, das war jetzt tatsächlich keine Absicht. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißluft getrieben. Ja gut, aber mit dir hat sich das jetzt eh erledigt erstmal. Zumindest ist es mein Schöpfer so jetzt mittlerweile. Hör bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Der hat mich gerade gerammt, das kann ich nichts für. So, jetzt das Vorbeibremsen in die Führung. Oder an die Spitze suchen. Schon Mittwoch, da ich in der letzten Folge 5 Rennen aufgenommen habe. Ich starte die neue Season am Aufnahme ist am Montag. Da liegen Runde. Die Teile. Verteidige deine Führung. So, letzte Runde. Ich überlege auf 4 momentan. Ich hoffe, dass der nochmal ein bisschen. Oh, ich habe fast alles gut da hinten. Aber man sieht manchmal, wenn man sich einfach irgendwie durchdrücken will. So, der Abstand ist zumindest ein bisschen größer. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen absetzen irgendwie. Jetzt sind wir da gut durchgekommen. Und damit haben wir das Ding aus ziemlich souverän mitgenommen und sind durch mit dem Rennen. Und damit auch zu dieser Folge. Dritter ist er noch geworden, sehr schön. Gut, dass er nochmal vorbeigehüpft ist. So. Ja, dann haben wir's. Ja, und damit haben wir das erste Rennen schon durch dieser kleinen Serie. Und weiter geht's dann mit der Torrential Speed. 2 Rennen in Havanna und Shanghai. Endlich mal wieder mal in 2 Rennen. Serie. Und das sehen wir uns dann morgen an, um 14 Uhr, wie immer, ne? Ihr kennt das ja. Tschüss.